Guten Tag und willkommen zurück, ihr bei Kirby und das vergessene Land. Es geht endlich weiter mit auf der Suche nach der Oase. Ich wollte nur kurz schauen, ob hier noch so eine Straße der Schätze ist. Alles klar, let's go. Das Thumbnail sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie so ein Spa, aber anscheinend ist es nicht wirklich ein Spa oder ein Hotel, sondern eher so eine Wohngegend. Okay, interessant. Moment, ich möchte nochmal kurz zurück. Weil irgendwie wirkt die Gegend hier sehr komisch. Ja, nee, okay. Okay, alles gut. Was ist diese lilane Grütze hier eigentlich? Das ist ja... Das ist ja in den Mario-Spielen irgendwie so Gift. Und hier, das wirkt auch sehr komisch hier, die Stelle. Es kann doch nicht nur sein, damit das Vieh vor uns zurückspringen konnte. Ah, naja. Ja, in den Mario-Spielen ist es ja irgendein Gift, aber was macht dieses Gift hier in der Wüste? Kriegen wir dafür noch eine Erklärung, oder ist das halt einfach da? Kann ja auch sein, dass DDD dahinter steckt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das hier einfach so ist. Und das... Oh, ich sehe da ein Waddle Dee. Ich sehe da auf jeden Fall ein Waddle Dee. Ja. Kann ja auch sein, dass es einfach so hier ist, weil in den Mario-Spielen ist es ja auch einfach so da. Aber halt meist im Dschungel. Da ist es halt normal. Nur in Mario Odyssey war es jetzt zuletzt auch in der Wüste. Okay, hier geht's rein. Und da ist der Waddle Dee. Aua. Scheiße. Dachte, ich wäre nach rechts unten geflogen. Okay. Kann ich? Nein. Ich wollte es nur nochmal ausprobieren. Ich dachte, ich wäre getroffen worden, weil ich aus der Verwandlung rausgegangen bin. Aber nein. Okay, ich flieg schnell raus. Kann ja sein, dass man nicht ins Wasser darf für eine Challenge. Okay. Und ich weiß nicht genau, warum mir... Jawoll, guck mal. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst, ey. Okay. Kann ja auch... nee. Was ich sagen wollte gerade. Ich hab's kurz vergessen. Mega dumm. Ich weiß nicht genau, warum da so ein Sleeper ist. Wenn man da so sich sowieso heilen kann. Und genau das ist die Antwort. Weil es eine Challenge ist. Oder eine Aufgabe. Wie auch immer. Ist ja nicht wirklich eine Challenge. Ist ja nur eine Aufgabe. Ah. Okay, dieses Vieh ist anscheinend der Grund, warum es hier diese Giftpfützen gibt. Können wir da nicht hinter? Nee, ne? Ah, okay. Was machen diese Nüsse hier schon wieder? Es gab ja mal in einem Strandlevel Nüsse, die musste man... Ach, komm schon. Nüsse, die musste man aufmachen. Das war eine Aufgabe, tatsächlich. Aber hier scheint das nicht so zu sein, obwohl es jetzt schon zwei Stück gegeben hat. Und der will uns anscheinend unbedingt den Weg versperren. Was wir aber ziemlich easy verhindern können, indem wir den einfach überrollen mit dem Igel. Okay. Ich hoffe, hier gibt es noch so ein richtig geiles Oasenlevel.
wo man dann... Ja, okay. Wo man dann wirklich in so einer richtig schön designten Oase ist. Irgendwie so mit Verzierungen und Marmor und so. Das wäre richtig cool. Okay. Ja. Hab ich schon fast gewusst. Okay, da drüben kann man was aufmachen. Schätze mal für eine Kapsel wieder. Ja, guck mal hier. Okay. Ja, warum wurde ich denn da gerade so abgestoßen von? Naja. Dann lass mal schauen, was hier drin ist. Der Rückweg, oder was? Ah, nee, da unten ist noch... Ach, geh weg. Da unten ist noch eine Truhe. Oh, okay. Okay. Hier scheint noch ein Secret zu sein. Moment, ich möchte aber noch nicht... kann ich wieder zurück? Ich habe da nämlich noch ein Secret gesehen. Ja, komm. Raus hier. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Da war nämlich noch eine Truhe. Die habe ich... Okay, man kann nochmal zurück. Okay, sehr gut. Ja, die Truhe habe ich hier... Da bin ich dran vorbeigelaufen. Lol, was? Okay. Ja, okay, aus der Perspektive ist es ein bisschen assi. Aber man sieht das ja, wenn man von oben runterschaut. Okay, das ist krass. Das ist ein gutes Versteck. Gut in dem Sinne, weil es fair ist. Du läufst halt erstmal dran vorbei und kannst dann von hier oben aus sehen. Du bist halt in einem Secret und siehst von hier aus einen Secret. Das ist geil. Wäre natürlich cool, wenn man das immer so machen könnte, aber ja. Immer geht natürlich nicht. Das ist klar. Okay, dieses Mal springe ich über sie drüber und das war eine Fehlentscheidung. Okay. Ja, ich hatte beim ersten Mal das Gefühl, dass wenn ich da ausgebremst werde, dass es ein bisschen schwieriger ist, da das Timing richtig hinzubekommen, aber nö. Einfach durchrollen. Und das war's. So. Ja. Eigentlich voll easy. Ich bin sogar ziemlich früh gesprungen. Wieder Maiskolben auf dem Kaktus sind. Aber ich hab's trotzdem noch bekommen. Ah, das war einfach nur Pech gehabt, leider. Hallo, ich bin doch noch... Hallo, what the fuck? Ich bin doch noch geflogen. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man da irgendwo runterfällt, kann man auch nicht mehr hochfliegen. Und ich verstehe... Ach, hau ab. Ich verstehe nicht, warum man da runterfliegen konnte. Und da an der einen, an der anderen Stelle, wo ich es zuerst probiert habe, nicht. Ja, was, jetzt kriege ich den Maulwurf nicht mehr, oder was? Ja, cool. Ach, Mann, ey. Wie ich denn? Ja, guck mal. Hier ist noch einer. Au. Hau ab. Ah, man kann das wegwaschen. Kann man den Gegner auch wegwaschen?
Schon, ne? Ah, okay. Hätte ich jetzt auch drauf verzichten können. Was passiert, wenn man... Ah, okay. Ich wollte es nur ausprobieren. War eigentlich logisch. Aber ich wollte es trotzdem ausprobieren. So. Jetzt geht's dir an den Kragen, mein Freund. Ah, das ist so ein Frosch. Besiege zwei giftige Quaxicums. Wir... Ja, okay, da oben ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, wir konnten den ersten aber nicht besiegen. Ich möchte kurz hier schauen. Hier ist noch eine richtig dicke Münze für jeden, der hier sucht. Das ist cool. Okay, aber da unten... da hinten, besser gesagt, da hinten gibt's nichts mehr. Was ist mit der Stelle hier? Ich möchte alles überprüfen, weil wenn ich hier schon einmal im Level bin, dann können wir auch hier vernünftig nachschauen. Hier ist ein Schalter. Der öffnet das hier, okay. Ich kann da hinten weiter, aber nee. Nee. Moment mal, warum sollte man da weiter? Wo ist denn jetzt der offizielle Weg? Also das... lässt das da dann ansteigen, okay. So kommen wir dann hier an diesen Quaxicum ran. Quaxicum, ey. Hat Nintendo auch wieder einen Namen überlegt. So. Okay, hier ist Bonus. Sieht man direkt. Weil hier einen... Ah, und hier ist noch eine Kapsel. Okay, cool. Weil hier ein Waddle Dee versteckt ist. Und es ist der fünfte. Okay, also ist unten dann noch Bonus. Na. So. Hier hinten ist noch Bonus. Yep. Ach, da ist auch nur ein Stern dran. So, oh. Ich dachte, da wären zwei Sterne dran gewesen. Aber nee, okay, dann ist fast schon klar, was das Bonus ist. Und wir müssen hier diese grünen Sternpfeile sammeln. Wir brauchen einen neuen Maulwurf. Gut, dass hier welche verteilt sind. Ich bin richtig dumm darunter gefallen. So. Natürlich ein bisschen verwirrend. Dass die Plattformen sich hier bewegen, aber kriegen wir hin. Und hier erscheint wahrscheinlich gleich wieder ein blauer Stern, mit dem man das... Ah, okay, cool. Mit dem man das wiederholen kann. Aber wir haben ja alles. Also wollen wir es nicht. Ah ne, es erscheint kein blauer Stern. Okay. Geil, Mann. Und damit haben wir wieder ein Level zu 100% abgeschlossen. Und dieses Mal kann ich mir sogar sicher sein, dass ich den zu 100% habe, weil wir haben ja sogar die Blaupause gefunden. Oder eine Blaupause gefunden. Es gibt ja nicht in jedem Level einen, aber wir haben eine Blaupause gefunden. Und... es gibt auf jeden Fall, wenn es einen gibt, gibt es nur eine Blaupause in einem Level. Alles klar. Sehr, sehr schön. Moment, das heißt, es gibt dann noch normale Quaxicums, also
so normale große Frösche. Da stand ja giftige Quaxicums. Also müsste es ja noch normale geben, oder nicht? Achterbahnstopfer Kirby. Geil. Ambulance Center, Mitarbeiter. Was war das? So ein Spa für die Mitarbeiter oder was? Mitarbeiterbereich. Alles klar, okay. Ja gut. Dann lasst uns hier doch noch schnell den Bohrerschatz machen. Und dann auch direkt diesen anderen hinterher, der gerade gespawnt ist. Raben und erkunden. Ihr Garten der Zäune. Okay. Das, das ist etwas uncool. Weil das ist dann nicht nur eine Challenge, sondern auch eine Challenge, wo man sich hinterher einen bestimmten Pfad einprägen muss. Damit man schnell genug ist. Hä, wie kommt man denn da hin? Kommt man denn da rüber? Oder ist das... Ist der... Nein, der Zaun ist nicht offen. Hier ist aber offen. Okay, und hier wird dicht gemacht sogar. Da können wir jetzt weiter... Und kommen hier zum Stern hin. Zum Sternjuwel. Du Scheiße. Nee, Mann. Nee, Alter. Da ist ja die Challenge jetzt eher, die Minute zu erreichen, als den Level abzuschließen. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht ganz, wie ich das finden soll. Aber ich schätze... Wenn man hier einmal durch ist... Kennt man so die grobe Richtung, in die man gehen muss? Ja, wir haben noch 8 Sekunden. Das ist machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Komm, jetzt mach die scheiß Wand runter. Und da haben wir's. Okay. Ja, war jetzt doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Man muss sich halt nur ein bisschen beeilen. Dann schafft man das. Okay. Dann, nee, da waren wir schon. Das wollen wir nicht. Wir wollen das hier, den Drachenfeuerschatz. Ui. Schmelzen und gleiten. Auf zur Kanone. Oh, das hört sich geil an. Größtenteils, weil es auch
eine krass geile Verwandlung ist. Oh, ja, okay. Ja, solange wir schneller sind als die Zündschnur, sollten wir keine Probleme kriegen. Ah, hoch da, hoch da, hoch. Nein, 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 was zum Teufel, Mann. Ja, okay. Deswegen wahrscheinlich auch schmelzen und gleiten. Weil das Gleiten hier essentiell ist. Aber die Eiswürfel sind in so kurzen Abständen. Dass es sich eigentlich gar nicht lohnt zu gleiten. Ja, okay, hier dann doch. Um den Attacken auszuweichen. Oh mein Gott, das war knapp. Okay. Ja, ja, ja. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wir können ja nicht schneller als die Zündschnur sein. Also sollte das hier ziemlich easy sein. Was? Zehn Sekunden? Zehn Sekunden bin ich drüber. Wie soll das denn? Moment mal, hier muss es irgendeinen Trick geben. Hier muss es einen Trick geben. Aber ich verstehe nicht genau welchen. Ich dachte vielleicht, indem man das Eis wegschmilzt. Jetzt sind wir sogar nur bei 1950, hä? Oder indem man die Gegner besiegt? Hä, was? Schmelzen und gleiten, auf zur Kanone. Okay, ich würde das vielleicht dann hier im Vorraum austesten.
Wie? Moment mal, wie soll man das denn machen? Läuft die Zündschnur schneller, wenn man drüber gleitet? Okay, da hat es jetzt ungefähr 4 Sekunden gebraucht, bis die abgebrannt ist. Ich verstehe es nicht ganz. Hä? Leute, ich check's nicht. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich auf den nächsten Part verschieben. Weil ich es absolut nicht verstehe, wie man die Zeit erreichen soll. Weil wir können ja nicht schneller als die Zündschnur sein. Das geht ja nicht. Ja, okay. Dann muss ich das leider erstmal liegen lassen. Vielleicht ist es auch irgendwas mega Offensichtliches. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Muss ich erstmal liegen lassen. Werden wir dann im nächsten Part machen. Bis dahin bedanke ich mich erstmal... Boah, Alter. Sorry. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.